Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Aram und heute spiele ich ein 1 vs 1, habe random gewählt, Human bekommen und ja, ich spiele gegen einen Ork. Wir spielen auf der Map Turtle Rock. Ich geh dann mal. Ja, auf dieser Map gibt es 4 Startpositionen. Einmal, ja, meine Startposition, dann die über mir der rote Punkt und genau gegenüber die beiden Punkte. Richtig. Und als Human hofft man ja immer drauf, dass sich der Gegner nicht direkt neben einem befindet, es sei denn, man möchte towern. Also bei einem Nachtelfen, da geht das ganz gut. Beim Ork jetzt wiederum, da hoffe ich halt, dass er irgendwo auf der gegenüberliegenden Seite ist. Damit ich erstmal in Ruhe creepen kann. Ja, und eigentlich mit am wichtigsten auf dieser Map ist es, die beiden Shops frei zu creepen. Da bekommt man dann nämlich immer Vision auf diesen Punkt. Ja, und was gibt's sonst noch zu sagen? Ich glaube, Arbeit ist vollbracht. Ich spiele hier ganz normal standardmäßig Archmage, Fugis und dann Caster. Ich habe mir letztens auch mal wieder ein altes Replay von mir angeguckt. Da habe ich dann massenhaft Sorceress gespielt. War ja damals eher so ein bisschen Standard, also war schon so ein bisschen geil. Mal sehen, ob ich das vielleicht auch wieder einführe gegen Orks. Die Spirit Walker werden ja nicht mehr so viel gespielt vom Ork. Also kann man das ruhig mal riskieren, denke ich. Aber erstmal gucken, wie das Game hier verläuft. Mehr Arbeit? Gegen Ork muss man halt auch immer aufpassen, dass der nicht auf Mass Air geht. Arbeit ist vollbracht. Ja, und alleine deswegen ist in diesem Matchup der Archmage einfach die beste Wahl, da man ja am Anfang halt viele Fugis baut und somit null Anti-Air hat. Das war dann halt, man spielt den Archmage und dann mit den Water-Elementen. Und ich denke, das ist auch der Hauptgrund, warum das wirklich der stärkste Held gegen Ork ist. Was ist das diesmal? Ein Mantel der Schatten. Da bin ich mal gespannt. Und die Militär erstmal zurückschicken. Nun macht schon. Was auch immer. Weitere Footies. Und jetzt mache ich es auch mal so, wie ich früher gecreept habe. Mal alles so ein bisschen oldschool. Bin ja auch dabei im Moment. Und laufe so ein bisschen zu alter Form auf, kann man fast sagen. Ihr braucht meine Hilfe? Und warum dann nicht alles mal ein bisschen so spielen wie früher? So viel hat sich ja nicht verändert in dem Spiel. Jawohl, mein Lord. Natürlich, da bin ich ja mal gespannt. Und damit war ich eigentlich sehr erfolgreich. Was ist? Einsatz bereit. Das kann ich. So, läuft auch ziemlich gut hier. So viel wie möglich mit dem Water-Element wegdenken. Bis jetzt die Einheiten haben nicht allzu viel Schaden genommen. Befehle? Also auch das läuft gut. Ein bisschen später Tech. Sag das Zauberwort. Nun macht schon. Aber es hängt halt auch damit zusammen, dass ich vollbracht auf jeden Fall immer einen Tower baue gegen Ork. Na gut. Mehr Arbeit? Richtig. Ihr seht jetzt auch, die Basis baue ich relativ zu. Vorne muss ich dann auf jeden Fall noch ein paar Gebäude vor mein Hauptgebäude bauen. Dann nehmen wir jetzt direkt mal die Schmiede für. Und zwar aus dem Grund. Ah, hier hat er schon große Schildkröte gekriegt. Also nur um das Item zu bekommen. Was wollte ich sagen? Ach ja, falls der Gegner nämlich auf Mass Raider oder sowas geht, dass er nicht komplett direkt an mein Hauptgebäude drankommt. Hatte ich ja auch letztens in einem einen Spiel, wo er mir dann komplett mein Hauptgebäude eingerissen hat. Oh, hier hat er auch den geholt. Das Item droppt, also er weiß auf jeden Fall genau, was er macht. Da bin ich ja mal gespannt. Ist jetzt aber egal, ich mache den trotzdem erstmal fertig. Gibt ja immerhin noch ein bisschen Gold und Erfahrung. Aber trotzdem ärgerlich. Ist schon so ein bisschen Gangster. Spricht aber alles bis jetzt dafür, dass er den Blade Master spielt. Perfekt. Arbeit ist vollbracht.
Ja, okay, den hat er noch gespannt. Nicht gemacht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wird wahrscheinlich wirklich ein Fast-Tag sein. Der hat sich halt nicht dafür entschieden, nicht zu harassen, sondern ja, einfach mal mehr die ganzen Items hier zu klauen. So, und dieser blaue hier, das ist halt der Wichtige. Aufpassen. Oh. Und komm, komm. Ah. Okay, die auch weggekriegt. Und das war jetzt die Rune des Wächters. Das ist halt das Wichtige. Dadurch sehe ich hier, wenn der Gegner kommt oder wenn er hier nur durchläuft. Auch der Blade Master wird hier aufgedeckt. Hatte ich ja letztens auch in meinem einen Spiel. Wo ich dachte, oh, mache ich mich mal ganz schlau unsichtbar. Kriegt mich der Gegner nicht. Ja, und scheiße, was hat mich trotzdem gesehen? Ach ja, mit Mantel der Schatten war das, glaube ich, genau. Ich habe nicht den Blader gespielt, sondern habe den Mantel der Schatten eingesetzt. Ich gehe dann mal. Geladen und entsichert. Erste Rifleman jetzt noch. Noch keine Einheit bis jetzt verloren. Tech ist durch. Mountain King also im Bau. Ein Arcanus Sanctum. Was ist das diesmal? Läuft also alles recht gut bis jetzt. Gleich nochmal ein bisschen Heilung mit. Brauche ich ein Arcanus Sanctum und ja, dann weiter Mann. Rifleman oder? Richtig. Ja doch, machen wir so. Nun macht schon. Geladen und entsichert. Da bin ich ja mal gespannt. 41 Supply erreicht. Ist alles ganz standardmäßig bis jetzt. Und ich bin dem Gegner noch nicht über den Weg gelaufen, wollte ich gerade sagen. Da ist er. Was braucht ihr? Da bin ich ja mal gespannt. Na gut. Ersten Headhunter bekommen. Aber sowas versuchen die Headhunter halt zu fokussieren. Die halten bei weitem nicht so viel aus wie die Grunts. Mountain King jetzt unterwegs. Oh, Micro-mäßig funktioniert auch ganz gut. Komm, ein Grunt. Arbeit ist verbracht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Warten, bis ihr mich in Aktion seht. Ja, den Footy bekommt er jetzt. Genial. So, der kriegt nochmal einen Bolt. Was ist das diesmal? Jetzt mit einem hier zurückziehen. Ja, hat gut funktioniert. Ah, habe ich sogar noch eine Rolle der Verjüngung. Also wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich einen Footy verloren und er mindestens ein, zwei Headhunter und einen Grunt. Also auf jeden Fall der bessere Fight für mich. Ich kann hier nicht bauen. Dann bauen wir jetzt schon mal das Sägewerk, setzen wir das Gold dafür ein. Mehr Arbeit? Und dann versuche ich auch bald mal zu expandieren. Was ist das diesmal? Geladen und entsichert. Das sieht noch so ziemlich klein aus, meine Armee. Aber ich habe schon fast die 50 Supply erreicht. Hat er den jetzt schon fertig gehabt? Ja. Was auch immer. Gehen wir ein bisschen die Schildkröte machen. Ihr braucht meine Hilfe. Hierbei würde ich euch empfehlen, immer zuerst die Kleinen. Die halten nämlich viel weniger aus. Machen aber fast genauso viel Schaden wie die Große. Nicht ganz, aber ne, fast. Ich komme, um dieses Land zu lockern. Arbeit ist verbracht. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. So, jetzt guckt mal, wie schnell die Kleine down geht. Also ich habe sie jetzt extra so rumgemacht. Klein, groß, klein. Damit ihr das mal seht. Ihr braucht meine Hilfe? Ja, mein Lord. Richtig. Was ist? Ich geh dann mal. Geladen und entsichert. Arbeit ist vollbracht. Und jetzt mache ich da oben den roten Creepspot. Da bin ich ja mal gespannt. Und versuche da zu expandieren. Das ist halt, ja, wie soll ich sagen, für den Gegner schwieriger zu erreichen. Natürlich. Verstanden. Macht zwei Priest jetzt auch da. Da bin ich ja mal und gespannt. Die Flöte der Genauigkeit. Sehr, sehr schönes Item. Was ist halt das für diesmal? Die, die es nicht wissen, ist die Bottom Aura. Mehr also die Volltreffer Aura. Na gut. Erhöhter Schaden was? Für alle Fernkampfeinheiten. Ja, mein also Lord. Wirklich richtig geiles was Item. Ist?
Dazu zählen ja die Riflemen, der Archmage, die Water-Elemente, ja, die Priests, Sorcerers. Na gut. Ja, wenn ich dann Spellbreaker baue, die auch. Also wirklich so ziemlich alles. Na gut. Ja, mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe. Von daher wirklich beste Item, was ich bekommen konnte. Ich kann hier nicht bauen. Nun macht schon. Und ihr seht's beim Shop. Gegner rennt durch, der kommt hier direkt hoch. Was ist das diesmal? Also schon mal Water-Element beschwören, Priests aufpassen. Da bin ich ja mal gespannt. Und jetzt zu sehen, dass die Tower durchkommen. Arbeit ist verbracht. Arbeit ist verbracht. Richtig. Das ist immer ein ziemlich gefährlicher Zeitpunkt jetzt. Ich geh dann mal. Was? Wenn die Echse erstmal steht, dann läuft's. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. So, Gebäude-Upgrade. Jetzt können wir weiter fließen, die Ender scheint doch nicht zu kommen. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Da bin ich ja mal gespannt. Tower ausbauen. Arbeit ist vollbracht. Was ist das diesmal? Ja, und man merkt es auch so ein bisschen, dass ich tryharde. Schon alleine. Ja, ich spiele jetzt öfters mal mit der alten Grafik wieder. Das switche ich aber wieder hin und her, also keine Sorge, ich werde auch wieder mit der neuen spielen. Aber mikrotechnisch bin ich einfach wirklich mit der alten Grafik um einige stärker. Ich glaube, das merkt man auch an den letzten Spielen. Perfekt. Da oben kommt er. Ja, mal sehen, im Notfall Portal gleich. Ja, eine Runde habe ich letztens verloren, da habe ich mich sehr geärgert. Da habe ich tatsächlich auch hier auf Turtle Rock verloren. Mit Human gegen einen Human, der einfach nur Mass-Footies gepumpt hat. Und, also ich weiß nicht, war irgendwie grauenvoll. Kam ich nicht gegen an. Habe ich allerdings auch was ausprobiert. Ich glaube, weiß ich nicht, hat Bloodmage first gespielt oder... Nee, ich glaube, der Mountain-Ding war es. In dem Fall wäre halt auch der Archmage sehr von Vorteil gewesen. Aber nun gut, ich versuche halt auch öfters mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und das geht dann aber auch hin und wieder mal in die Hose. Da muss ich mit leben. Aber es gibt ja auch Schlimmeres, als wenn man mal so eine Runde verliert. Das gehört ja nun mal dazu. So, Gegner kommt. Oh, war da echt noch ein Priest? Dann hat er sich eiskalt jetzt mal geholt. Oh, ich brauche mehr Spellbreaker. Er geht auf Mass Headhunter mit Bloodlust. Da brauche ich eine Menge Spellbreaker, damit die Bloodlust klauen. Machen wir einen großen Heiltrank. Boah, jetzt muss der Monk King erstmal schriften hier. Archmage auch sehr angeschlagen. Ihr braucht meine Hilfe? Was ist das diesmal? Ja, mein Freund. Zieh nochmal einen Priest nach hinten. Was? Da bin ich ja mal gespannt. Ist jemand verletzt? Hm? Uiuiui. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Magie in der Luft. Aus dem Weg. Gebt mir was zu tun. Nun, knapper Fight. Aber Level 5 Archmage jetzt. Was darf sein? Oh, der ist greedy. Bam! Komm mal, Blader. Boah, okay. Geht er direkt raus. Puh, war nochmal ein Hardcore-Kampf zum Schluss. Aber insgesamt, ich denke doch, ein ziemlich überlegendes Spiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.